wir Seitenteil, Rückwand. Das Beste ist natürlich, dass wir jetzt hier, um Volumen und auch diese 3D-Landschaft rauszukriegen, in Schichten arbeiten. Das Styropor in Schichten aufkleben, so hoch wie man will, so weit vor wie man will. Und das Ganze dann fixiert. Mit Leim, Silikon, wie auch immer. Dann gehen wir her, schneiden uns dann erstmal die Kontur raus, wie die Kontur selber sein soll von der gesamten Rückwand. Dann nehmen wir die Reste, verhäckseln die, verschneiden die auch wieder und kleben die mit dran als Felsfragmente. Und so kriegen wir nachher, wenn wir das Ganze vergipsen, eine richtig tolle felsige Rückwand. Wir sollten jetzt hergehen, ungefähr anzeichnen, wie er es will. Das sind jetzt noch, warum lässt du das als Ganzes, sonst wird es zu groß. Nein, ich habe es jetzt noch nicht geschnitten gehabt, weil ich mir noch nicht sicher war, soll man es jetzt gerade abschneiden? Oder wie ich ursprünglich... Wir gehen jetzt her. Ich hatte ja, wenn ich es kurz erklären darf, ursprünglich so geplant, dass man ja hier zum Beispiel eben keinen geraden Schnitt macht, sondern eben mehr, wenn man Felsen gestalten, eben so eine Art Felsspalt machen. Ne? Okay. Deswegen habe ich es jetzt mal offen lassen vom Schnitt her. Das können wir ja gleich jetzt festlegen noch. Gut, die Festlegung haben wir ja schon vom Kunde, dass er sagt, er will bis hierher und dann abfallend. In genau. Dem Fall jetzt. Also wir haben ja insgesamt jetzt mal hier, die linke Seite ist ja 42 breit und 55 hoch. Hier natürlich genau die gleiche Höhe und insgesamt aber etwa 1,50 Meter Länge. So, und da auf der Seite, wie du schon gerade erklärt hattest, lassen wir es dann so felsig abfallen, sage ich mal. Genau, richtig. Und da hier kann man eben dann auch zackig hochgehen oder wie auch immer, also Felsbrocken nachher darstellen. Das können wir dann mit dem Rest machen, den wir hier rausgeschnitten haben. Da können wir uns einzelne Brocken rausschneiden oder rausbrechen und dementsprechend dann mit oben aufsetzen, damit es eine schroffe Kante gibt. Also Felsvorsprünge in dem Sinne brauchen wir hier natürlich jetzt bei dem Tier nicht. Aber kleinere, es ist von der Optik her. Von der Optik auf jeden Fall. Genau. Ja, und wenn man es jetzt selber nicht. Wenn es jetzt um Geckos ging, dann wäre es natürlich ideal. Dann bräuchte man Ablageflächen, die man dann dementsprechend auch wieder schichtmäßig untermauert, ausschneidet wie ein Felsen und dementsprechend dann auch vergibst. Genau. Ja. So, und hier war die Idee, dass man jetzt eben nicht komplett Felsen macht, sondern hier eben schon Maya-Mauern andeutet. Genau. Oder von dem Tempel eben andeutet entsprechend. Richtig. Und hier können wir nochmal vorkleben, sodass wir da nochmal einen super schönen tiefen Effekt bekommen. Genau. Und den Tempel und diese ganzen Fragmente, Ruinenreste, die machen wir dann einzeln eben. Ne? Sodass man das auch jederzeit verstellen kann, umstellen kann, hat auch immer wieder eine neue Optik sozusagen. Für sich selber auch eben. Ja, genau. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem Ausschneiden der Rückwand, wie sie für den Kunde eigentlich sein soll. Genau. Und gehen dann sukzessive, was immer, 1,50. Wir sind weg, ein Viertelchen. Mhm. Hier auch? Ja, wird schon. So, das sind die Wandvorsprünge. Wenn man jetzt das über den Stoß gleich ein bisschen drüber stehen lässt, weil dann sieht man den ja auch noch mal nicht mehr. Weniger. Genau. Das wäre auch eine Idee jetzt. Also, ne? Dann fixiere ich das Ganze mal. Beste. Wir machen da eine Felswand raus. Das kann man jetzt mit Heißkleber machen, weil wir ja so und so das Ganze noch überziehen. Mit Hartgips. Vorsprung, wo man dann die Ruinensteine, die abgebrochenen, die abgefallenen hinlegen kann. Ne? So, da haben wir jetzt die Maya-Bausteine. Schöne Steinstrukturen. Das wäre mal eine Variante. Da sind wir zum Felsvorsprung. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus.
den rechten Winkel. So würde ich sagen jetzt. Jetzt könnte man eben überlegen, ob man hier nochmal ein paar Bausteine einbaut, hätte ich fast gesagt. Es darf natürlich auch nicht zu überladen sein. Aber wenn jetzt hier dann noch der Tempel steht und einige Fragmente und Ruinen, irgendwas fehlt aber trotzdem hier vielleicht noch. Ich bin mir nicht sicher. Was meinst du? Ja, das sieht noch ein bisschen kahl aus, ne? Und da müsste man vielleicht hier auch noch felsig dann, aber das sehen wir ja gleich noch. Das können wir in mehreren Schritten auch machen, ne? Genau. So, jetzt haben wir mal die erste Schicht. Gar nicht mal arg dick drauf. Die Felsen nochmal reingesetzt direkt. Und jetzt lassen wir das Ganze mal trocknen. Jetzt gibt es erstmal was zu futtern. So, jetzt haben wir es mal grob koloriert. So, jetzt mal ganz grob der Tempel aufgestellt. Ist natürlich jetzt einfach mal nur so dahingestellt, auf die Schnelle, damit man schon mal einen ersten Eindruck bekommt. Thank you.